Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Ja, jetzt habe ich endlich wieder eine Kokosnuss und ich habe ja im Video zum E571 von Real Steel gesagt, dass ich eigentlich gerne mal diesen Beta-Lock hier auf der Rückseite testen möchte. Der soll ja verhindern, dass wenn man ihn betätigt, dass die Klinge einklappen kann, also dass der Frame-Lock hier versagt. Und ja, was gibt es da Besseres, als das an einer Kokosnuss mal auszuprobieren? Und das Ganze möchte ich jetzt mal eben mit euch zusammen probieren. Ich ziehe mir mal eben Handschuhe an dazu. So, der Verschluss hier, der Beta-Lock ist eingelegt. Die Klinge ist fest, hat kein Spiel. Vielleicht gucken wir uns noch mal vorher den Stand des Loks an. Also hier könnt ihr es erkennen. Etwa halb auf der Klingenwurzel drauf. Jetzt den Verschluss wieder rein. Nun nehmen wir uns hier die Kokosnuss. Und damit das keine Sauerei gibt, jedenfalls keine zu große, nehme ich mir hier mal die Schüssel darunter, falls da das Wasser auslaufen sollte. Ja, und jetzt schlagen wir mal feste zu. Ich sehe hier schon sich ein Spalt bilden. Hoffe ich zumindest. Sie klingt auch schon ein bisschen hohl beim Draufschlagen. Wasser läuft. So, auf ist sie. Da ist die Hälfte des Wassers raus. Die andere Hälfte lasse ich mir jetzt mal eben schmecken. Ja, sehr lecker. Ja, ziemlich feuchte Angelegenheit. Gute Idee hier mit der Schale. Aber jetzt schauen wir uns mal hier das E571 an. Immer noch kein Klingenspiel und auch der Lock steht etwa so wie vorher, lässt sich schön entriegeln. Flippen funktioniert ebenfalls noch gut. Hat doch so ein ganz klein bisschen Klingenspiel. Merke ich jetzt, aber wirklich ganz minimal. Klingenstand ist immer noch genauso gut oder schlecht wie vorher. Ja, aber das hat es gut überstanden. Und für so ein relativ leichtes Taschenmesser doch ein ganz guter Wert. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Wenn es bei mir heißt, Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss.